Lord, Major Anderson ist hier. Erkunden Sie die Anlage. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite. Lass dich nicht wieder erwischen, BT. Ich werde Abkürzungen vermeiden. Alle Teams, die an der Analyse der Lage arbeiten, sind in den Hörsaal zu General Marders Präsentation. Danke. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Die Störungen im Zeitgefüge sind ein plausibler Grund für Ihre Indisposition. Atmen Sie ruhig und tief, Pilot. Tatsächlich sichern wir durch die entschlossene Neutralisierung. Ja, Pilot, kann ich Ihnen helfen? Ihre Körper sind ungewöhnlich gealtert. Allerdings gibt es auch Kampfspuren. Hoffentlich passiert mir das nicht. Möglich. Seltsam. Ich orte in diesem Gebiet Spuren meiner eigenen Datensignatur. Die Störungen scheinen meine Scans zu beeinflussen. Keiner dieser Überreste entspricht Major Andersons Genprofil. Vielleicht lebt er noch. Ich hörte zu einer Überprüfung des Empfangsbereichs. Ich würde sie ja begleiten, aber mein Chassis passt leider nicht durch die Tür. Du Glückspilz. Ermittle Sarkasmus. Auf dem Helm könnten wichtige Daten gespeichert sein. Sie sollten ihn zu Analysezwecken bergen. BT, ich habe Anderson gefunden. Er ist, in der Decke. Einsatzziel erreicht. Major Anderson getroffen. Sehr witzig. Die Analyse war kein Witz. Wenn Sie mir den Helm aushändigen, kann ich ihn analysieren. Durch Andersons Tod geht das Kommando von Spezialeinsatz 217 auf Sie über. Ich gratuliere zu Ihrer Beförderung, Pilot Cooper. Es folgen Instruktionen, die Anderson von Commander Sarah Briggs von der Miliz SRS erhalten hat. Major Anderson, wir haben vor 2 Wochen einige Funksprüche der INC abgefangen. Sie haben auf Titan etwas gefunden. Es gab dort eine massive Energieentladung, die Störungen der Zeit ausgelöst hat. Ich möchte, dass die SRS die Anlage inspiziert. Verstanden. Ich werde mich dort umsehen. Das Handgelenkgerät, das wir während der Operation Grizzly geborgen haben, müsste sie schützen. Die INC hat Kuben Blisk und seine Söldner rekrutiert. Sie sollen dort irgendetwas beschützen. Seien Sie also vorsichtig. Anna, Sie wissen, wie gerne ich Todesberichte schreibe, also ziehen Sie das nicht alleine durch. Die SRS ist ein Team. Die Daten, die Major Anderson gesammelt hat, sind offenbar unvollständig. Wir sind verpflichtet, Einsatz 217 abzuschließen. Ich empfehle, Andersons Handgelenkgerät zu lokalisieren, ehe wir fortfahren. An Andersons Handgelenk war nichts. Dann vermutlich an der anderen Körperhälfte. Ich habe einen Riss im Security-Gebäude entdeckt. Verschaffe Ihnen jetzt Zugang.
Ich bleibe hier und scanne diese Struktur. Suchen Sie nach Informationen und dem fehlenden Gerät. Es muss einfacher gehen, BT. Ich arbeite daran. Mir leid, Ennis. Ich habe einige meiner KI-Funktionen auf das Gerät übertragen, um die Kommunikation trotz Zeitverschiebung aufrechtzuerhalten. Hab ihn zuletzt in der Nähe der Wildtierforschung gesehen. Evakuiert die restlichen Eierköpfe und treibt ihn in die Enge. Zusätzliche Laserfelder online. Treibt ihn in die Enge. Wir sind
Weiter. Der Test muss abgeschlossen werden. Ein Teil von Andersons beschädigtem Protokoll könnte hierfür relevant sein. Aktiviere Wiedergabe. Andersons Protokoll 341. Die IMC hat tatsächlich etwas entdeckt. Etwas, das Raum und Zeit falten kann. Sie haben das Ding garantiert nicht gebaut, aber sie reaktivieren es. Was immer sie vorhaben, es könnte eine Katastrophe auslösen. Anderson out.
Anderson's Protokoll 342. Die Energiequelle der Faltwaffe wird die Lade genannt. Sieht nicht so aus, als hätten sie das Gehäuse perfektioniert. Ist nichts. Die Lade muss woanders sein. Anderson out. Aktivieren. Testsequenz beginnt, sobald die Lade in Position ist. Verdächtiger ist weg! An meiner Position enthalten sehr viel Restenergie. Dies war die Zielposition der Lade. Andersons Plan beinhaltete eine Aufklärungsmission in unmittelbarer Nähe des Zentrums der aktiven Ringe. Planeten war ein Test. Ein gottverdammter Test. Das eigentliche Ziel ist einer unserer Planeten. Harmony. Außerdem haben sie die Zeitachse verlagert. Ich muss sofort Farrah informieren. Basierend auf Ihrer Erkundung habe ich vielleicht einen Plan. Wir treffen uns draußen.
fortsetzen. Stoßen Sie an den Ring zu mir, um die Energiesignatur der Lade zu scannen. Mission fortsetzen. Stoßen Sie an den Ring zu mir, um die Energiesignatur der Lade zu scannen. Ich habe die Steuerung für die Brücke zu den Ringen entdeckt und auf ihrem Hub markiert. Die verbliebenen Sicherheitssysteme sind angesichts ihres Verhaltens in der Vergangenheit auch in der Gegenwart nicht gut auf uns zu sprechen. Pilotensteuerung. Angesichts ihres Verhaltens in der Vergangenheit auch in der Gegenwart nicht gut auf uns zu sprechen. Pilot, aktiviere unterstützenden Sonarimpuls. Pilotenmodus aktiv. Bevor die Testumgebung der Faltwaffe explodiert.
Gute Arbeit, Pilot. Scan abgeschlossen. Laut Anderson hat die IMC vor, den Milizplaneten Harmony mit einer effizienteren Version dieser Waffe zu zerstören. Cooper, unsere Reise ist noch lange nicht vorbei. Die Flotte braucht diese Daten. Pilot Cooper, Anderson ist tot. Doch wenn wir den Kontakt mit der Flotte wiederherstellen, können wir seine Mission abschließen. Der Interstellarsender dort kommt wie gerufen. Pilot, der Sender ist genau vor uns. Scans melden minimalen Energiefluss. Reparaturen werden nötig sein. Mehrere Kontakte in 300 Metern Entfernung. Kein Kontakt bestätigt. Die Stalker haben offenbar Befehl, den Kontrollraum zu attackieren. Der Nebel enthält Spuren giftiger Chemikalien. Was ist das für Nebel? Scan. Der Bodennebel ist ein toxisches Nebenprodukt des Senders. Ich empfehle Ihnen, ab einem Grenzwert von 1 ppm Wolfram-Hexafluorid Schutz im Cockpit zu suchen. Pilot, im Kontrollraum des Senders halten sich Milizeinheiten auf. Sie senden ein Notsignal. Ich stelle durch. Hey, da drauf! Pilot! Hören Sie uns! Wir könnten hier ein bisschen Hilfe brauchen! Ich empfehle, wir helfen bei der Neutralisierung dieser Stalker und nehmen dann direkten Kontakt mit den Milizschützen auf. Interessante Taktik, Pilot. Mein 40 Tonnen schweres Chassis eliminiert Stalker sehr effizient. Bedrohung neutralisiert. Gute Arbeit. Der Sieg hat unsere Kampfleistungsbewertung erhöht. BT-7274 an Miliztruppen. Alle Bedrohungen wurden eliminiert. Sie haben uns den Arsch gerettet. Die Stalker waren einfach nicht tot zu kriegen. Lange hätten wir nicht mehr durchgehalten. Wir öffnen jetzt die Sprengtüren. Kommen Sie rein. Die Stalker sind im Aufzug. McCord, holen Sie sie rauf. Was gemacht? Der Status des Senders. Der Strom ist ausgefallen. Wir haben keine Kontrolle über den Sender. Wir brauchen so ein Teil, um das System wieder in Gang zu bringen, aber das hier ist kaputt. Gerät, Elektrotool. Funktion, erzeugt bis zu 5 Megajoule Energie. Ja, schon klar. Eine Reparatur? Geht nicht, haben wir schon versucht. Laut unserer Sensoren liegt im Umspannwerk noch eins, aber da kommen wir nicht runter. Unser Laden wurde einfach nicht für Menschen gebaut. Verstanden. Pilot Cooper, ich rate im Umspannwerk dieser Anlage zu höchster Vorsicht. Sie müssen das Elektrotool bergen. Demeter war ein großer Sieg für uns. Warum fühlt es sich nicht so an? Viel Glück, Sir. Wir haben da unten schon viele Männer verloren. Viel Glück, Pilot. Marvin Delta 73,
Bitte melden Sie sich in Sektor Bravo 7. Ist gut, dass wir wieder einen Piloten hier haben. Vielleicht kommen wir aus der Nummer ja doch lebend raus. Ich wünschte, ich könnte sagen, was hier erwartet, aber was es auch ist, ich hoffe, Sie kommen damit klar, Pilot. Wir tun hier unten, was wir können. Aufpassen, Leute. Dieser Stalker kommt aus den Wänden. Unser letzter Pilot ist vor ein paar Stunden auf der Landung. Pilot, ich überwache Ihre Fortschritte über Ihr Helm-Display. Der Kanal ist offen, falls Sie Hilfe brauchen. Zurück, um das System neu zu starten.
Verabschiedung läuft. Beeindruckend, Pilot. Sie werden bereits im Kontrollraum erwartet. Aufgegeben wird nicht, Jungs. Das Pilotentraining ist wohl härter geworden, was? Wie soll ich da noch mithalten? Der Pilot ist zurück und wie es aussieht, hat er ein Elektrotool dabei. Das ist unsere Fahrkarte nach Hause. Gute Arbeit. Jetzt können wir die Energieversorgung reaktivieren und den Sender starten. Wir kommen gerade richtig, Cooper. Wir haben alles neu verkabelt. Jetzt brauchen wir nur noch Strom. Pilot, die Relais der Energiekammer sind offline. Das Elektrotool müsste sie allerdings reaktivieren können. Hoffen wir, das Elektrotool war die Mühe wert, Cooper. Vorsicht! Hohe Strahlungswerte auf 12 Uhr. Ihr Anzug schützt Sie in der Kammer nur für begrenzte Zeit. Sie sollten sich beeilen. Sie sollten nicht so lange da drin bleiben, wenn Sie nicht gegrillt werden wollen. Öffne die Luke in 3, 2, 1, los! Energie bei 100%. Sie sollten die Kammer umgehend verlassen. Gute Arbeit. Wir haben wieder Strom. Okay, wir haben wieder Strom. Blenden öffnen. Bringen wir den Sender zum Laufen. Öffne Blenden. Diagnose, Energie 100%. Zielerfassung zurücksetzen. Uplink, Zielerfassungsmodul zurückgesetzt. 60%. 70%. 80%. 90%. Warnung, Fehler, Notfallabschaltung. Captain, das Uplink-Zielerfassungsmodul ist offline. Verdammt, wette, die IMC ist schon unterwegs. Davon sollten wir ausgehen. McCord, können wir das Modul überbrücken? Nein, Sir. Nicht ohne der gesamten IMC-Flotte eine Nachricht zu schicken. Dann müssen wir das Modul manuell reparieren. Pilot, Ihre Fähigkeiten sind gefragt. Hoffe, Sie mögen Höllentrips, Pilot. Sie müssen den Sender vor Ort reparieren und so schnell es geht hierher zurückkehren. Pilotenmodus aktiv. Seien Sie vorsichtig. Wir haben da viele gute Soldaten verloren. Gefallener Pilot geortet. Laut meiner Speicherbank hat er sich im Rahmen der Operation Fracture als hervorragender Kämpfer bewährt. Fracture? Kommt mir bekannt vor. Laut meiner Daten wurden Sie während der Operation verletzt und haben Ihr Gedächtnis verloren. Fracture war eine Betankungsoperation und einer Ihrer ersten Einsätze als Schütze. Shit.
funktionsfähiges Ablenkzielerfassungsmodul geortet 428 Meter nordöstlich. Meiner Analyse zufolge ist ein Wurf die einzige Option, wenn Sie gestatten. Wind 3 Knoten, Richtung 274, Reichweite 95 Meter, Projektilmasse 89 Kilogramm. Vertrauen Sie mir. Die Landungsschiffe nähern sich ihrer Position.
aufpassen! Ich hab noch was gehört! Was gesehen. Augen auf!
Hört ihr mich? Bitte kommen, Kilo 1-4! An alle Einheiten, Kilo 1-4 antwortet nicht. Bereit machen für Angriff auf das Ziel an Sender 4. Ihr Position und kampfbereit. Den Piloten hier! Mein Squad ist tot! Ich bin hier ganz allein! Piloten hat er nicht! Zielerfassungsmodul geortet. Überprüfen Sie Ihr HUD. Zulu 1-6. Das Team am Eingang von Sender 4 wurde aufgerieben. Könnte sein, dass der Pilot von dort senden will. Zulu 1 an Richter. Ziele des Piloten sind unklar. Könnte sein, dass wir uns von dem Zeiten weglocken will. Nein. Konzentriert euch auf den Piloten. Wir
den Titan habe ich andere Pläne. Gut, Sie sind an der Steuerung. Bewegen Sie die Schüssel ganz nach rechts, um sie in Reichweite zu bringen. Der Pilot ist weg! Verdächtiger ist weg! Das Modul ist im Projektor der Schüssel. Missionsupdate. Uplink-Modul geborgen. Erwarte Ihre Rückkehr, Cooper. Achtung, Wartungsmodus aktiviert. Alpha-4-1, Lagebericht. Bitte komm! Was zum Teufel? Abwehrsquads sind eingetroffen, erbitten Unterstützung.
attackiere feindliche Infanterie. Alles sei, los, Bewegung! Zurück. Ich schlage vor, wir sichern das Gebiet, bevor wir mit der Reparatur fortfahren. Stalker erledigt. Steuerung geht und geht gut. Schaden, Funkschaden festgestellt. Schuss. Gebiet gesichert. Sind Sie okay, Pilot? Geht so. Es war heftig. Wie geht's dir, BT? Schadensbericht. Systeme arbeiten korrekt. Und trotz Ihrer Selbstbewertung, ich bin sicher, Captain Leslie Moser hätte gesagt, Sie haben tapfer gekämpft, Cooper. Danke. Protokoll 2, Missionsupdate. Uplink-Modul ersetzen. Der Modulsockel befindet sich an der Oberseite dieser Schüssel. Wurf und anschließende Kletterpartie erforderlich. Und eins unserer Funkgeräte wurde geklaut. Wenn du jetzt diese Idioten nicht anheuern sollen. Hey, Pilot. Hier spricht Coop & Blisk. Sie haben uns zugehört, oder? Wollen den Helden spielen, was? Okay, machen Sie nur so weiter. Aber an Ihrer Stelle würde ich aufhören, den Helden zu spielen. Nach der Installation des neuen Moduls automatisch aus. Sir. Richter, hier ist Blisk.
Ja, ja, bin schon unterwegs. Richter Ende. Los, Abfang und Zerstörung. Dann kümmern wir uns um die restlichen Milizeinheiten. Reaper nähern sich. Miliztruppen. Kontrollraum abriegeln. Bedrohung im Geordnet. Abwicklung läuft. Wir helfen von hier aus. Festgestellt. Möglicherweise ein feindlicher Titan. Achtung, IMC Bodeneinheit. Ich möchte jemanden befördern. Und ich will jemanden. Ihr habt die Wahl, wer ihr sein wollt. Und jetzt tötet den Kerl. Ziel erfasst, rücke vor. Kritische Schaden. Gehen nicht eben raus. Alles bereit. Einheiten zerstört. Was alle den Druck verdienen. Willst du kämpfen? Na, dann lass mal sehen, wie du dich Mann gegen Mann schlägst. Oder willst du weglaufen wie ein kleiner Junge? Strom wird übertragen. Warte auf Antwort. Hoffen wir, dass da oben noch wer ist. Hier ist Kommandant Sarah Brexler und Dirk Kohl der Miliz SRS. Identifizieren Sie sich.
Commander Briggs, hier ist BT-7274. Protokoll 2. Mission fortsetzen und Flotte der SRS-Einheit informieren. Verstanden. Freut mich, dass ihr Jungs immer noch da unten seid. Wir empfangen gerade eure Daten. BT-7274. Laut Datenrekorder ist ein ursprünglicher Pilot im Kampf gefallen. Korrekt. Captain Tyler Stimosa wurde im Einsatz getötet. Ich bin jetzt mit einem Interimspiloten verbunden. Schütze Jack Cooper. Warte mal. Lastimosa hat dich mit einem Schützen verlinkt? Ja, er hatte keine andere Wahl. Ich verstehe. Wir werden dir einen qualifizierten Piloten zuteilen. Einwand. Cooper ist mein Pilot. Unsere Kampfeffizienz liegt mittlerweile bei mehr als 90%. Ja, bitte Verbindung beizubehalten. Du hast Glück, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen, BT. Erlaubnis erteilt. Das ist großes Lob von einer Maschine, Cooper. Dank ihrer Scans der Lade konnten wir ihre Signatur zu einer IMC-Basis hier auf Typhon zurückverfolgen. Wir haben nicht viel Zeit. Gehen wir!